wird dir ja zeigen, so im Sinne von, pass mal auf, wir machen mal ein kleines Experiment, setz dich mal dahin. So, stell dir mal vor, schiefe Ebene, ja, alles klar, so und so, cool, glatt poliert, ja, ja, und das ja. Und bis der dann, der Proband hier irgendwie das Gedankenexperiment, ach Quatsch, ja. Ich wollte ganz Kirre machen, mach da nicht mehr mit. So, dass es eigentlich nur in der, im Gedankenkonstrukt funktioniert und man nichts anderes sieht, das fände ich auch gut. Ja, viel lang. Danach könnte man dann mit diesem Tisch da rumantieren. Ja, ja. Das ist ja schon die Idee, weil wenn es auch nicht ganz glatt ist. Ja. Ich möchte dich zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Und du brauchst auch nichts zuzugeben, wovon du nicht wirklich überzeugt bist. Das würde ich auch niemals tun. Gut. Stell dir mal eine ebene und glatte Fläche vor. Naja, fast eine glatte Fläche. Stellen wir uns vor, dieser Tisch wäre wirklich eine glatte Fläche aus Glas. Ja, ich habe das schon verstanden. Ja? Nicht so blöd, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass da kein, das sauber ist. Sie könnte aus Glas sein. Und diese Fläche ist geneigt. Und nun stell dir noch einmal eine vollkommene Kugel vor. Meinetwegen aus Metall. Wenn ich nun diese Kugel auf die Fläche lege, meinst du nicht auch so wie ich, dass die Kugel liegen bleiben würde? Die Fläche ist geneigt. Die Voraussetzung habe ich gemacht. Dann bleibt die Kugel auf keinen Fall in Ruhe. Du bist dann also auch der Meinung, wenn ich die Kugel da drauf lege, die Kugel würde, immer schneller herabrollen. Ach, sie würde rollen, sie würde nicht liegen bleiben. Je schiefer die Ebene ist, umso schneller. Sie rollt die geneigte Fläche hinab. Und du bist dir ganz sicher, dass sie hinabrollt? Ist doch ganz klar, was für eine Frage. Ich will dir nichts einreden. Also, ich glaube, du willst mich ganz kirre machen. Nun, ja, so ist es. Nur wie lange und mit welcher Geschwindigkeit würde die Kugel nun die Ebene herabrollen? Dabei gilt zu beachten, dass es eine vollkommen glatte Fläche ist und eine vollkommene Kugel. Und auch alle äußeren und zufälligen Einflüsse wollen wir ausschließen. Auch die Luft, die der Kugel ja einen Widerstand geben sollte, von ihr wollen wir auch absehen. Ja, das habe ich schon verstanden. Die Kugel würde in diesem Fall immer schneller hinabrollen. Das liegt ja auf der Hand. Und je größer die Neigung der Fläche ist, desto schneller wird die Kugel werden. Gut, gut. Jetzt drehen wir das doch einmal um. Wenn ich nun die Kugel anstoßen würde, dass sie die Ebene hinaufrollt, wie weit würde die Kugel rollen? Würde sie dann nicht auch immer langsamer werden? Naja, die Bewegung wäre ja erzwungen. Wenn man die Kugel nicht immer wieder anstößt, dann würde die Bewegung ermatten. Sie würde ausrollen, ja, und zuletzt stehen bleiben. Ganz recht. Ganz recht. Lässt man die Kugel hinabrollen, wird sie immer schneller. Stößt man sie an und lässt sie hinaufrollen, wird sie immer langsamer. Mhm. Was ist aber, wenn die Fläche weder abschüssig noch ansteigend wäre? Es ist klar, die Kugel, stößt man sie an, rollt sie nach oben und wird langsamer, lässt man sie liegen, wird sie immer schneller und rollt bis zum Ende der Fläche. Aber was ist, wenn die Ebene nicht geneigt ist, also flach ist? Die Kugel hätte ja keinen Grund hinauf, noch einen Grund hinabzurollen, dann müsste sie in ihrer natürlichen Lage bleiben und ruhen. Sie würde ruhen, wenn man sie nicht vorher angestoßen hat. Was würde passieren, wenn man die Kugel nun angestoßen hat?
weiterrollen. Bis ans Ende der spiegelglatten Fläche. Also sie würde auch nicht mehr still liegen bleiben. Sie rollt. Bis ans Ende der Fläche. Was ist aber, wenn die Fläche unendlich ist? Würde die Bewegung dann nicht auch unendlich sein? Das klingt vernünftig. Aber eine irdische Bewegung, die unendlich ist? Die niemals endet? Das ist doch Unsinn! Ihr habt vielleicht Ideen.